Herzlich willkommen. Meinerseits auch. Heute geht es wieder weiter mit einer neuen Folge. Wie schon angekündigt, wollen wir heute über das Anpaaren sprechen. Erst möchte ich mich noch bei Timo Zepp bedanken, der für uns einen Kanalbanner erstellt hat, wie ich finde, ein sehr gelungenes Bild. Danke hierfür, Timo. So, also wir haben jetzt die Tauben angepaart bei uns hier im Haus. So früh wie noch nie, muss man dazu sagen. Also etwa eine Woche früher als im letzten Jahr. Also wir haben gepaart am 23. Januar haben wir begonnen zu paaren. 12 Paare haben wir hier im Haus. Ich werde auch nachher euch im Video unseren Plan genauer zeigen. Zuchtschlag 1 hat 6 Zellen, Zuchtschlag 2 hat 6 Zellen. Die einzelnen Paare sind da aufgeführt. Auf unserer Homepage brieftauben-jungfleisch.de könnt ihr alle 12 Paare einsehen und mit Bildern und so weiter. Wir haben es leider nicht geschafft, alle Tauben bis zum Anpaarungstermin vorzustellen, aber die 6 Weibchen, die noch fehlen, werden auch in den nächsten 2-3 Wochen noch abgehandelt und vorgestellt, dann sind wir damit durch. Wir werden auch das ganze Jahr über ein bisschen die Zucht mit den Videos begleiten. Aber wie gesagt, wir haben jetzt gestern angepaart. Wir zeigen nachher auch im Video so ein bisschen, wie wir das gemacht haben. Und jetzt wollen wir erstmal den Opa fragen. So, also Opa, du hast ja früher auch Gedanken gemacht, zuerst mal, welche Paare du zusammensetzen möchtest. Auf was hast du dabei besonders geachtet? Jedenfalls ist es so, Zwangspaarungen habe ich nie gemocht. Und um das zu vermeiden, habe ich immer versucht, schon über Winter, also lange vorm Anpaaren, zunächst mal habe ich einen Plan gemacht, Papier. Und gut an gut, also die beste Fohlen sind normal als beste Weibchen. Und vor allen Dingen, wenn ich irgendwie einen kleinen Fehler oder irgendwas, was mir bei der einen oder anderen Taube nicht so gefallen hat, da musste ich Acht geben, dass das nicht beide Partner haben oder so, also dass ein gewisser Ausgleich da ist. Das Gleiche gilt auch für die Augen, die Farben. Also ich habe immer versucht, da ein bisschen Kontrast, nicht gleiche Augen zusammenzusetzen. Sagen wir Glas an Farbauge oder so. Obwohl ich bin kein Augentheoretiker, aber in gewissem Sinne, das so gewisse Anforderungen stelle ich meinerseits schon an die Augen. Kannst du vielleicht kurz erläutern, wie sieht für dich das schöne Auge aus? Das schöne Auge muss also, sagen wir, ich würde mal sagen, wenn ich das rein kubistisch oder wie sagt man, es muss also gekörnt sein, als wenn ich so kleine Körnchen aufeinander schütze, gut gekörnt, also körperlich zu sehen. Also ein bisschen wie ein Planet, so ein Gebirge um ein Planet so ein bisschen. Nicht flach, also sagen wir mal, mit Farbe glatt, sondern gekräuselt oder irgendwie, als wenn, ein Kieshäufelchen, auch. So wie so kleine Steinchen. Oder so in etwa, gut gekörnt. Wertring muss nicht unbedingt, also sagen wir mal, habe ich da nicht allzu sehr drauf verlassen, aber kein Auge, das zu blass war, ganz blass oder bleich oder so irgendwie. Also es muss da Leben drin sein. Ne? Und beim Glasauge, da gilt das insbesondere, die neigen dazu, ja heller zu scheinen. Muss zwar nicht ganz dunkelrot sein, aber es muss auch gut gekörnt sein. Dass man die einzelnen Körnchen irgendwie sieht, das war so mein Anhaltspunkt bei dieser Geschichte. Aber der Hauptpunkt war natürlich der, ich wollte also nicht ganz frei die Tauben paaren lassen, wie das manche Züchter machen, die lassen zusammenlaufen und dann überlassen sie alles den Tauben. Ich habe also im Winter, wenn ich den Plan fertig hatte, die entsprechenden Pärchen einzeln in einen leeren Schlag einen Tag hingesetzt und habe dann beobachtet, wie die Reaktion war, ob sie sich sympathisch finden, ob sie gleich sich
sympathisch fanden und also nicht mit Gewalt da wochenlang zusammensitzen, bis sie sich dann notdürftig sparen. Das habe ich nie gemacht. Und wenn also bei dieser Vorpaarung, wie ich sie mal nennen will, ich festgestellt habe, dass keinerlei Sympathie von beiden Seiten bestand, kam diese Paarung nie in Frage. Habe ich also verändert dann. Und das macht sich aber auch bezahlbar, daher, wenn wir waren. Wir haben das gestern wieder festgestellt, innerhalb von einer halben Stunde war das alles erledigt, weil die Paare sich schon gekannt haben durch das Vorpaaren. Genau, wir haben ja auch vorgepaart und haben aufgrund dessen sogar eine Änderung vorgenommen. Ja, weil ich gesehen habe, die beiden, die mögen sich gar nicht so und dann wollte ich lieber, ziehe ich dann für Junge aus einem Paar, die sich von Anfang an sofort impulsiv, sag mal, zusammenfinden. Das war für mich immer der wichtigste Punkt. Und dann ein weiterer Punkt, der dann das Paaren, sag mal, erleichtert. Man soll also Acht geben, dass die Tauben, wenn eine Paarung sich verändert, also ein paar andere Menschen kriegt ein anderes Weibchen oder umgekehrt, dass zumindest immer ein Teil mindestens diese Zelle, die für sie vorgesehen ist, schon kennt. Das führt dann dazu, dass das Angewöhnen an die neue Zelle für den anderen Teil viel leichter ist. Und dann muss man natürlich am Anfang zunächst mal die Tauben, sag mal, daran gewöhnen, an diese neue Zelle, und dass sie dann nicht gestört werden. Das heißt also, wenn ich 6 Zellen zum Beispiel in einem Schlag habe und ein Paar hat in der Zelle noch nie gesessen, dann mache ich die anderen 5, lasse ich nicht aus. Da kommt nur dieses eine Paar, Zelle wird geöffnet und dann kann man sie unter Umständen zum ersten Mal leicht dirigieren, dass jedes Teil schon mal die Zelle angeflogen hat. Und wenn sie das einmal gemacht haben, dann geht das nachher wesentlich besser. Sicher sind Tauben dabei, die muss man 3-4 Mal daran hineindirigieren. Andere machen das schon sofort. Ne? Aber das sind so im Wesentlichen die Punkte. Und dann vor allen Dingen, so nach 2-3 Tagen war das immer so, dass dann praktisch der ganze Schlag schon geöffnet wurde, alle Zellen offen, und dann habe ich das beobachtet. Kann natürlich sein, dass da ein Raufbold dabei ist, der sich mal in eine andere Zelle reinwirkt und wirft den anderen Vogel, der noch nicht so sattelfest ist, aus. Das darf nicht passieren. Dann muss man Acht geben, dann muss man einen irgendwie zunächst mal einsperren, damit der andere selbstbewusst wird. Ja, genau. Dann hast du früher irgendwas Besonderes getan, um die Tauben auf die Zucht vorzubereiten? Ja, sie müssen natürlich in Form sein. Das heißt also, die schneeweiße Nasen, das Gewicht. Über Winter, wenn die Tauben keinen Freiflug haben, ist natürlich die Gefahr groß, dass sie an Gewicht zunehmen. Und das hängt mit der Fütterung zusammen. Also da hatte ich schon ab und zu schon mal etwas knapper gefüttert oder Gerste beigefüttert. Jedenfalls, wenn sie allzu schwer waren, das gibt dann eher Schwierigkeiten mit dem Legen bei den Weibchen. Oder die Eier sind dann unter Umständen auch nicht alle befruchtet. Aber ich kann nicht klagen, in meiner ganzen Zeit, meiner Praxis, hat das immer sehr gut geklappt. Und das beste Beweis dafür war, dass die Unterschiede in der Regelzeit, dass sie nach 2-3 Tagen hatte alles gelegt. Bei den jungen, jährigen Weibchen, da kann schon mal ein Tag, 2 länger werden, aber ansonsten hatte ich da keine Schwierigkeiten. Und jetzt während der Zuchtzeit hast du eigentlich schon jahrelang immer ein bisschen Hanf unter das Futter gemischt, ne? Ja, man hat also ein bisschen Hanf ist bei der Aufzucht meines Erachtens sehr wichtig und sehr günstig. Sonst, den Tipp habe ich von einem Belgier bekommen, vor 50 Jahren schon. Damals hat alles immer den Züchter vor Hanf gewarnt, dass das wäre irgendwie gefährlich, wenn man so viel Säme reingibt. Und der Belgier hat mir dann gesagt, das ist Blödsinn. Die Hanf ist, wenn du Hanf fütterst, züchtest du die besten Jungtiere. Und nach meinem Dafinden, ich habe dann immer Hanf beigefüttert und das hat bei der Aufzucht, hat das sich sehr positiv bemerkbar gemacht.
Ja, machen wir ja heute auch noch. Ne? Wir kaufen noch Hanf zusätzlich hinzu und mischen das unter das normale Zuchtfutter. Ja, so ist es. Ne? Und wichtig ist auch, dass man immer Kritt und Mineralien noch zur Verfügung stellt. Ja, selbstverständlich. Ne? Kritt und Mineralien, das ist sehr, sehr wichtig. Vor allen Dingen frisch, nicht immer alter Abgestand. Der muss also so in kleinen Einzelteilen täglich oder alle 2 Tage verabreicht werden. Das ist das einzig Richtige und das ist wichtig bei der Aufzucht. Genau, das machen wir ja auch. Ja. Und dann, viele Züchter sind ja Freunde der Inzucht. Ja, also setzen manchmal extra, um Zuchttauben zu züchten, Schwester an Bruder und so Dinger. Was hältst du von solchen Sachen? Da bin ich nicht so sehr davon. Also ich habe mehr oder weniger immer wieder versucht, Kreuzungen, also sicher Linien zu gewisse, dass mal Cousine und oder Enkel an Großvater oder umgekehrt Enkelin an Großvater oder umgekehrt Enkel an Großmutter. Aber das sind ja Ausnahmen. Also mir war es am liebsten immer, wenn ziemlich fremd neu, das also regelrechte Kreuzung. Ja. Und da habe ich die besten Erfahrungen gemacht. Mit der Inzucht und Geschwisterpaarungen und so weiter, da bin ich nicht so, ich weiß nicht, das habe ich nicht, also jedenfalls habe ich auch in der Praxis das nie praktiziert und deswegen maße ich mir nicht an, da Urteile zu fällen darüber. Ja, kann man schwer immer beurteilen. Wir haben jetzt 1-2 Tauben, die durch die Nummer 1 relativ nah verwandt sind. Aber das kann man jetzt nicht Inzucht bezeichnen. Das ist eher Linienzucht. Ne? Das lässt sich nicht vermeiden. Nee, das kann ja nicht schaden. Ich meine, es gibt auch viele gute Tauben, die aus Inzucht-Tauben gezogen sind, aber das ist ja kein Erfolgsrezept. Ne? So, hast du sonst noch irgendwelche Tipps, wenn jetzt Leute paaren, auf was sie achten sollten? Naja, wir haben eben hast du ja schon ein bisschen erzählt, dass du die Zellen nicht alle direkt öffnest zu Beginn. Ne? Naja, immer eins, man muss zunächst mal die Tiere besonders beobachten, die neu, die im Standort neu drin sind, in der Zelle, die also eine neue Zelle oder ein neuer Schlag, die müssen sich ja dort zunächst heimisch fühlen. Und da ist es besser, wenn man denen zunächst allein die Zelle mit ihrem Partner allein gibt, dann damit sie Selbstbewusstsein gleich entwickeln und vor allen Dingen dann auch, wenn mal ein anderer Vogel oder anderes Tier, eine fremde Taube in ihre Zelle gerät, dass sie auch ihre eigene Zelle dann gleich verteidigen und den Fremden da rausschaffen und so weiter. Das wird dadurch gestärkt. Und wenn man feststellt beim Beobachten, wenn ich mehrere Zellen aufhabe, dass der eine oder andere, streitig ist, sich schon mit den Streitereien, dann muss ich natürlich dem Schwächeren ein bisschen helfen, damit er da sich wehrt und den Angreifer, aus seiner Zelle weist. Ja, muss also ein bisschen eingreifen, ne? Genau. Also muss man mal, die ersten 1-2 Tage sind halt recht zeitintensiv, weil man viel beobachten muss und aufpassen muss. Nachher, in dem Video sieht man noch vielleicht so ein klein bisschen, wie wir das gemacht haben. Wir haben es dieses Jahr relativ einfach gehabt, weil wir viele eingespielte Paare hatten und nur wenige ganz, ganz neue Paare. Und oft war sogar ein Partner, wie du Opa eben schon erzählt hast, hat einen Teil der Zelle schon gekannt. Also wir haben eigentlich nur ein Paar, das komplett neu ist, wo Vogel und Weibchen noch nie in der Zelle gesessen haben. Das hat uns das ein bisschen einfacher gemacht. Letztes Jahr hat man da ein bisschen mehr Arbeit. Ja, stimmt. Ja. Und was du eben noch gesagt hast, gut an gut ist deine Devise. Das ist die. So, aber viele Leute ziehen ja auch, sage ich mal, extra Tauben für die Zucht, also Geschwister von guten Tauben, die selbst nicht geflogen sind. Hast du das auch früher öfter mal gemacht, dass du noch weniger, also hast du für die Zucht nie was zu tun? Ich hatte ja anfangs meiner Zeit gar keinen Zuchtschlag. Da habe ich immer nur von den Reisetauben gezüchtet. Die haben also gezüchtet und haben dann geflogen. Das hat gewisse Nachteile und ich kann mich entsinnen, erst die letzten 20 Jahre
habe ich erstmal einen eigenen Zuschlag gehabt, das waren 6 Paare. Und bei 20, die Witwermannschaft war immer so höchstens 24, da war die Hälfte jährig und die andere Hälfte waren dann schon alte, bewährte Tauben. Und Zuchttauben, das kannte ich erst, das war Ende der 60er Jahre. Früher habe ich das gar nicht praktiziert, ich hatte auch keinen Zuchtschlag. Also hast du hauptsächlich aus den bewiesenen Fliegern gezüchtet, also ja, die früher aus der Reisermannschaft, und später hast du die bewiesenen Flieger in die Zucht gesetzt. Die erste Zucht, das war die Grundlage. So, wir haben jetzt also am 23.01. angepaart. Wann rechnest du mit den ersten Eiern ungefähr? Ja, am 1. Februar so. Also ungefähr 8 Tage. Also ich muss das sagen, ich bin kein Freund des frühen Anfahrens der Winterzucht oder so. Also ich habe immer erst, sagen wir, Anfang März gebracht früher. Ja, heute ist das natürlich, die Termine bei den Tribünenflügen verlangen dann, da kann man das nicht so durchführen, da muss man also früher brauchen. Und da ist sehr wichtig, dass die Witterung einigermaßen, und wir haben jetzt Glück, wir haben dieses Jahr diese Pluswerte, das Gefrier ist nicht gefroren und das dann schon, und wenn ab und zu mal die Sonnenschein rauskommt, das wirkt sich bei den Tauben aus. Und deswegen bin ich froh und schalte auch den Daumen, dass es noch länger, eine gewisse Zeit, dass der Winter noch Abstand nimmt. Wir haben noch keinen Winter und dann geht das, aber wenn es immer Eis und Schnee ist, dann wird das schwierig. Dann ist das, ich will nicht sagen, dass man da nicht Junge ziehen kann. Ich kann mich entsinnen, ich war einmal, waren wir eingeladen von der Wintermohlen, die hatten auch wie natural einen riesen Taubenschlag. Da lag Schnee, die Schläge waren vorne alle offen und die haben Jungen gezogen dort am laufenden Band, also die waren alle kerngesund. Ja, gut. Wir zeigen euch jetzt noch ein bisschen im Video, wie wir das alles gemacht haben und wünschen auch allen anderen eine gute Zucht und einen guten Start somit in das neue Jahr, ins neue Zuchtjahr, dass alles gut klappt. Und wir werden euch in den nächsten Folgen, die jetzt kommen, noch 2 Weibchen wieder vorstellen, bevor sie dann mit einer weiteren Erzählfolge über ein interessantes Thema weitergeht. So, jetzt geht's also los. Hier der erste Schlag. Müssen wir gleich die ganzen Weibchen fangen und in die entsprechenden Zellen setzen. Das werden wir nachher nochmal kurz im Video festhalten. Jetzt sind die Weibchen noch draußen. Nachher werden wir die Weibchen reintreiben und die Tür schließen. Und dann die 6 Weibchen, die hier bleiben, in die Zellen sperren und die anderen 6 in einen anderen Zuchtschlag. Hier in der Tür hängt der Zellenplan. Kann man alles nochmal genau sehen. Groß vorbereitet haben wir die Tauben nur mit Grit. Mineralien von Rhönfried und Natural, und hier Tabakstängel von Natural habe ich gekauft zum Nesterbau. Kann man ja kurz mal reinschauen. So sehen die aus, und hier noch Stroh, auch für den Nesterbau. Und dann kann es losgehen. So, die Weibchen sitzen jetzt in den Zellen, wie ihr seht. Die 6 Stück. Nicht über die Sauberkeit wundern, hier wird nur alle 2 Tage gereinigt. Ich denke, das ist für die Abwehrkräfte der Tauben auch gar nicht so schlecht. Hier draußen stehen jetzt die anderen 6 Weibchen, die den Zuchtschlag eben an müssen. Na, Hanf haben wir noch gekauft, den habe ich hier in einem Eimer drin. Und halt die Mineralien für Natural und Rhönfeed und Natural Zuchtfutter. Ich habe noch Toni Deigners Spezialzuchtfutter bestellt, das kommt aber erst nächste Woche an. So, jetzt haben wir hier im Zuchtschlag Nummer 2 alle Paare in ihren Zellen drin. Hier, ja. Wir haben überall die Namensschilder, wie ihr sehen könnt, das steht alles drauf, Nummer, Ringnummer, kann man auch, wenn man möchte, Legedatum notieren. Die meisten Paare kennen sich schon. Wir haben sie auch eigentlich alle vorgepaart, und manche sind die gleichen Paare wie im letzten Jahr.
wenn man jetzt merken würde, dass irgendwo zu wild wird, wir hätten ja alle Zellen auf Trennwände, um die Tauben vorher voneinander zu trennen. Na, jetzt werden gleich die neuen Paare, die ihre Zellen noch nicht kennen, von vorher werden rausgelassen, ganz alleine, um ihre Zellenfestigkeit zu fördern. Und dann werden nach und nach immer mehr rausgelassen. Alles drin, alles drin. So, genauso sieht es hier in dem Schlag aus. Alle Paare sitzen in ihren Zellen. Die neuen Namensschilder muss ich teilweise noch anbringen. Auch hier können im Notfall die Paare durch eine Trennwand getrennt werden. Opa ist jetzt hier dabei zu trainieren mit dem ersten Paar, wo die Zelle geöffnet ist. Das Weibchen kennt die Zelle noch nicht, du musst dich noch an die Zelle gewöhnen. Alle anderen Zellen sind noch geschlossen. Mit einem Stab ist der Opa gerade den Schieber in der Hand, aber wir holen gleich noch eine Bambusstange, da geht es ein bisschen besser. Kann man das Ganze trainieren, aber das geht normalerweise auch relativ schnell. Die meisten Paare hier kennen ihre Zellen. Der große Vorteil ist, alle Vögel kennen ihre Zellen, wenn da sind nur die Weibchen neu und in einem anderen Schlag ist ein Paar ganz neu. Hier am Boden muss ich noch die Korrels austauschen, aber jetzt gibt es im Moment Lieferschwierigkeiten, die kommen erst nächste Woche. Deswegen sieht es hier im Moment vielleicht nicht ganz so traumhaft aus. Ansonsten läuft es ganz gut bis jetzt. Werden wir weiter gucken. So, jetzt sind wir hier wieder im Zuchtschlag Nummer 1. Nach und nach werden jetzt die Zellen geöffnet. Wir haben jetzt hier die Zelle 6 geöffnet. Das Pärchen ist jetzt gerade schon reingesprungen. Also das klappt schon ganz gut. Und so machen wir jetzt nach und nach die anderen Zellen alle auf. Gefüttert wird in der Zelle. Wenn sie dann rauskommen, können sie hier Wasser trinken. Also so läuft das jetzt eigentlich die ganze Zeit ab. Jetzt lassen wir den eine halbe Stunde, eine Stunde raus. Dann lassen wir das nächste Paar eine halbe Stunde, eine Stunde raus. Und irgendwann lassen wir dann mehrere Zellen gleichzeitig, bis das dann halt alles funktioniert. Da zeige ich euch dann später mal. Die sind jetzt automatisch schon wieder reingesprungen. Also das zeigt schon die Bindung. Hier seht ihr, hier sitzen die anderen. Ich denke, das sollte alles funktionieren. Sind wir hier hinter Zuchtschlag Nummer 2. Jetzt habe ich Charles mit Dark und Sophia rausgelassen. So, die sind auch schon automatisch wieder in ihre Zelle gesprungen. Also die kennen auch ihre Zelle auch schon, muss man dazu sagen. Und eben haben sie sich auch schon sehr paarig hier auf dem Boden gezeigt. Also ich nicht mit der Kamera, als ich außen geguckt habe. So springen sie natürlich direkt wieder rein. Und im Notfall kann hier mit dem Bambusstock ein bisschen trainiert werden. Dann kann man die Tauben in die Zellen treiben. Ich werde dann gleich hier das nächste Paar rauslassen. Und dann wird es noch ein bisschen schwieriger mit den Paaren, die ganz neu sind. Und hier oben das Paar Polish Silver und Glumira ist ganz neu. Weder Weibchen noch Vogel waren je in diesem Schlag und in dieser Zelle. Aber das kriegen wir auch alles hin. So viel jetzt mal vom ersten Tag der Anbauung. Ihr seht, die Tauben sind eigentlich alle in guter Laune und wir können zuversichtlich in das neue Jahr blicken. So, wir sind jetzt hier im Zuchtschlag 2 am zweiten Tag. Wir haben jetzt hier, wie ihr sehen könnt, drei Zellen geöffnet. Das sind die Zellen der Tauben oder der Paare, die letztes Jahr schon genauso zusammen waren und auch die Zellen schon kennen.
und da gibt es keinen Stress. Das eine Paar sitzt sogar komplett in der Zelle. Hier sitzt das Weibchen drin und die springen auch eigentlich ohne große Probleme, springen die Tauben wieder in die Zellen. Und so werden die gleich wieder eingesperrt. Und dann lassen wir ein Paar raus, das noch nicht im Schlag sich auskennt, um so die Zellenfestigkeit zu üben, dass es keine Schlägereien gibt. Also die eingeübten Paare, das funktioniert schon ohne Probleme, wie ihr seht. Ich habe hier noch den Putzeimer stehen, ich muss gleich mal die Zellen noch sauber machen, weil die Tauben die ganze Nacht da drin saßen, müssen sie nicht unbedingt an der Scheibe sitzen, das mache ich schnell noch sauber. Aber so läuft es bisher ganz gut. Wenn ich jetzt die Kamera in der Hand habe, wird das mit dem in die Zelle locken wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber ich kann ja mal einen Versuch starten. So, ich versuche sie jetzt mal in die Zellen zu locken. Er ist schon mal in der Nähe der Zelle, aber ist die Tür geöffnet, das stört natürlich auch. Aber gut, der Vorführeffekt, ne? Ist natürlich immer so eine Sache, ne? Was will man da machen? Aber vielleicht haben wir Glück und er springt in seine Zelle hinein. Wie man sehen kann, er guckt schon. Muss natürlich jetzt hier mit dem Umwegzack ist in der Zelle drin. Also gar kein Problem. Das Weibchen war schon in der Zelle. Ob es jetzt mit der oben dem Paar genauso klappt, ist natürlich fraglich. Ne? So, ne, auch der Blauschick ist jetzt in seiner Zelle. Jetzt noch das Weibchen hinterher bringen, dann haben wir es geschafft. Zuschlag Nummer 1 habe ich nur eine Zelle auf der Seite geöffnet, eine Zelle auf der Seite. Die anderen vier Zellen, das sind die Paare, die letztes Jahr genauso zusammen waren. Die waren bis vor einer halben Stunde offen. Da funktioniert alles. Ja. Und hier, die Vögel sind auch schon in Stimmung, die Weibchen auch. Hat man keine Probleme. Unten sind halt die beiden Weibchen neu und deswegen haben wir dieses Mal gemeinsam rausgelassen, um die Zellenfestigkeit zu testen. Hier haben wir ein bisschen Probleme gehabt. Der Österreicher hat sein Weibchen ein bisschen am Auge gepickt. Kommt manchmal vor, wenn die ein bisschen ungestüm sind. Deswegen haben wir mal die Trennwände, als wir das gemerkt haben, Trennwand über Nacht drin gehabt, da war das kein Problem. Ja. Hier die anderen sitzen in ihren Zellen. Sitzen hier schon. Ja, also ich habe jetzt hier immer den Sichtschutz da drin, da sieht man natürlich jetzt nicht so viel, aber das läuft soweit alles in seinem Bahn. Jetzt natürlich leider, als ich reingekommen bin, sind alle Tauben direkt in die Zellen gesprungen. Das ist ja auch schon ein gutes Zeichen. So, das war jetzt unsere Anpaarung über die aktuellen Stand. Werde ich euch immer in den Videos berichten, wie es, wenn die ersten Eier fallen, wenn die Nester gebaut werden. Das Nistmaterial haben wir jetzt noch gar nicht in Schlag gelegt, werden wir dann in den nächsten Tagen machen, wenn hier alle Zellen geöffnet sind und auch wieder raus die Verjährung. Verjährung ist im Moment auch geschlossen, damit man die Zellenfestigkeit üben kann und die Vögel auch ihre Zellen verteidigen. Morgen werden wir sehen, wenn wir mal alle Zellen öffnen,
wie die Tauben ihre Zellen verteidigen. Bis zum nächsten Film, da stellen wir wieder ein paar Zuchtweibchen vor, die uns noch fehlen. Bis dann, gut Zucht. Tschüss.